Der Gärtner Ernst Goldmann ist wegen Totschlags angeklagt. Der recht eigenwillige Sonderling führte stets ein sehr zurückgezogenes Leben. Sein ganzer Lebensinhalt war seine Arbeit mit Blumen und Pflanzen. Da er keine Freunde und Verwandte hat, wuchs ihm die nette Familie Marz, für die er als Gärtner tätig war, sehr ans Herz. Mit der Zeit wurden die Marz zu einer Art Ersatzfamilie für ihn. Als Ernst Goldmann dann aber eines Tages mitbekam, dass Paul Marz heimlich eine Affäre hat, brach für ihn eine Welt zusammen. Wenig später wird der Familienvater erschlagen in seinem Garten aufgefunden. Paul, bitte wach auf! Paul! Hat Ernst Goldmann ihn auf diese Weise für seinen Seitensprung bestraft? Sie heißen Ernst Goldmann, sind geboren am 3. März 1964 in Hannover. Sie wohnen jetzt in Berlin, sind lediger Gärtner und seit dem 5.6.2011 in Untersuchungshaft in der JVA Berlin-Moabit. Als der Angeklagte erfahren hatte, dass sein Auftraggeber Paul Marz eine Affäre mit Nora Hauser führte, schickte er dieser am 1. Juni 2011 einen anonymen Brief mit der Aufforderung, die Beziehung zu beenden. Andernfalls würden beide für ihr Fehlverhalten büßen. Dem Brief beigefügt war ein Foto des Liebespaares mit ausgekratzten Augen. Da der angestrebte Erfolg ausblieb, besuchte der Angeklagte am 3. Juni 2011 Paul Marz an dessen Arbeitsstelle in Berlin und bedrohte ihn mit dem Tode. Da sich Paul Marz hierdurch nicht beeindrucken ließ, suchte ihn der Angeklagte am 4. Juni 2011 gegen 19 Uhr in dessen Garten auf. Dort schlug der Angeklagte Paul Marz mehrfach mit einem Fugenkratzer auf den Kopf. Dabei erlitt das Opfer einen Schädelbruch und es kam zu Hirnblutungen. Aufgrund dessen verstarb Paul Marz an multiplem Organversagen. Der Angeklagte wird somit der versuchten Nötigung und der Bedrohung sowie des Totschlages beschuldigt. Strafbar gemäß § 240 Absatz 1 Absatz 3. Herr Goldmann, möchte sich zur Anklage äußern? Ich schwöre, ich habe den Herrn Marz nicht umgebracht. Ich bin kein Mörder. Dann erzählen Sie doch mal, in welchem Verhältnis Sie zu dem toten Herrn Marz standen. Der Marz war ein Auftraggeber von mir. Und ich habe 7 Jahre lang den Garten da gemacht. Da war immer alles korrekt. Ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Dann, Herr Goldmann, kommen wir doch direkt mal auf diesen sonderbaren Raum zu sprechen, die bei Ihrer Festnahme, bei der Hausdurchsuchung bei Ihnen die Polizei bei Ihnen gefunden hat. Wir haben ja auch Fotos davon hier. Schauen wir uns das ruhig mal an. Bisschen seltsam hier. Da an der Wand alles voll mit Fotos der Familie Marz. Fotografieren ist halt mein Hobby. Ich habe mich halt dann nicht so einsam gefühlt. Naja, das ist ja nicht nur Fotografieren auf diesem Tischchen da in Ihrem Zimmer. Da stehen auch lauter Dinge, die eigentlich mal der Familie Marz gehört haben. Feuerzeug, ein Schlüsselbund, Spielzeugautos, sogar ein BH von Frau Marz. Was hat das alles zu suchen? Alles nur Sachen, die mir der Flavio geschenkt hat. Das ist der kleine Sohn von den Marz. Das waren alles Sachen, die Familie sowieso nicht mehr haben wollte. Also auf mich macht es, wie das alles noch mit Blumen und Pflanzen da drapiert ist, fast den Eindruck von so einem kleinen Hausaltärchen. Wieso haben Sie sich da so eine Art Reliquienraum eingerichtet, wenn Sie doch eigentlich, wie Sie sagen, nur der Gärtner für Marz waren? Ich wollte die Familie halt immer um mich haben. Das war so, dass die Familie Marz, die hat wie eine Familie für mich bedeutet. Das war so, dass die Frau Marz damals schwanger gewesen ist und der Marz war nicht zu Hause gewesen. Und dann habe ich die Frau Marz ins Krankenhaus gefahren, habe noch gewartet, bis der Flavio zur Welt kam. Und ich hab gesehen, wie der Flavio aufgewachsen sind. Und das war immer schön mit uns. Sie sind doch ziemlich einsam in einem Heim aufgewachsen und haben keine Verwandten und Bekannten, richtig? Und jetzt halten Sie mich für verrückt? Das bin ich aber nicht. Ja, aber es ist ja wohl kaum von der Hand zu weisen, dass die Familie Marz für Sie besonders wichtig ist und praktisch wie eine Ersatzfamilie für Sie war. Gut, das kann man so sagen, ja. Ja, und dann sind Sie auch wahrscheinlich genau deshalb so ausgerastet, als Sie von der heimlichen Affäre von Herrn Marz erfahren haben. Ich habe das nie für möglich gehalten, dass dieser nette Herr Marz plötzlich da seine Frau betrügt. Ich meine, das war immer so eine nette Familie gewesen. Die waren immer glücklich und zufrieden, hatten alles, was sie haben konnten. Wie haben Sie überhaupt von Paul Marz' Affäre erfahren? Ja, ich hatte einen Auftrag, bei so einer Pension einen neuen Garten anzulegen. Da bin ich schon vorher hingefahren, habe da Fotos gemacht, schon mal Pläne geschmiedet, wie ich da alles machen will. Und dann war da Herr Marz und eine andere Frau. Die haben sich da abgeknutscht. Das war widerlich. Und dann, das war überhaupt die Krönung, die haben sich da regelrecht ein Liebesnest eingerichtet, ein Zimmer gemietet. So was Ekelhaftes. Ja, es war anscheinend so ekelhaft, dass Sie das gleich mal dokumentarisch festhalten mussten, oder? Denn dieses Foto haben Sie ja dann heimlich auf dem Flur von den beiden gemacht. Ja, und? Ja, und dieses Foto haben Sie dann noch einige Zeit später der Frau von
Herrn Marz zuspielen lassen. Ich konnte doch diese Lüge nicht vorenthalten. Das war doch Verrat, was er da betrieben hat. Und deshalb musste er büßen und deswegen haben Sie ihn umgebracht, oder was? Das hab ich nicht. Sie haben ihm doch eine massive Todesdrohung gegenüber ausgesprochen. Das ist eine miese Unterstellung. Ach, das ist eine Unterstellung, ja? Da bin ich ja mal gespannt, ob Sie das immer noch behaupten, wenn wir Ihnen einen Ausschnitt aus der Überwachungskamera zeigen, aus dem Büro von Herrn Marz. Deswegen, Herr Vorsitzender, würde ich vorschlagen, dass wir ausnahmsweise dem Angeklagten bereits an dieser Stelle den entsprechenden Ausschnitt aus der Überwachungskamera vorhalten. Können wir gerne machen. Schauen wir uns das mal an. Ich leg's gerade mal auf den Bildschirm da oben. Das wäre nett, dürfte ich dann vielleicht die Fernbedienung ja, bitte, haben. Ich habe einzelne Ausschnitte also, vorbereiten lassen. Also, ich mal ab. Vielen Dank. Und leg's Ihnen da hoch. Danke. Genau, hier sehen wir gleich, dass der Angeklagte kommt zur Sekretärin. Er geht vorbei ins Büro von Herrn Marz. Ja? Hier wird es dann zu einer Rangelei kommen. Treibende Kraft ist hier ganz eindeutig, Herr Goldmann. Und die letzten Marz-Bewegungen habe ich dann vergrößern lassen. Das werde ich Ihnen dann gleich vorspielen und verlangsamt vorspielen in einem vergrößerten Ausschnitt. Den habe ich nämlich gemeinsam mit einem Lippenleser aufgezeichnet. Hierzu kommen wir jetzt dann gleich. Also hier passiert jetzt eigentlich nicht mehr viel. So. Ja. Und jetzt kommt dann gleich der vergrößerte Ausschnitt. Und da bitte ich Sie bitte, auf die Lippen zu achten, ja, von Herrn Goldmann. Denn er wird hier gleich sagen, ich bring dich um, du Mistkerl. Da. Du Mistkerl. Wollen Sie immer noch bei Ihrer Behauptung bleiben, ne? Herr Goldmann, danke schön. Das war doch überhaupt nicht ernst gemeint. Das ist mir nur so rausgerutscht. Ich meine, ich habe mich halt für die Frau Marz und den Flavio verantwortlich gefühlt. Ja, so verantwortlich, dass Sie gleich mal der Geliebten von Herrn Marz auch noch einen Drohbrief geschrieben haben, oder wie? Und abgesehen davon waren auch Ihre Fingerabdrücke auf der Tatwaffe. Was brauchen Sie eigentlich noch, um mir endlich zuzugeben, dass Sie der wahre Täter sind? Ich schwöre, ich habe den Marz nicht umgebracht. Und dass er die Fingerabdrücke auf dem Tatwerkzeug... Ich meine, das ist doch wohl nicht verwunderlich. Fingerabdrücke auf Gartengerät, das bringt nun mal eine Tätigkeit als Gärtner so mit sich, Frau Staatsanwältin. Herr Marz war doch für Sie wahrscheinlich so eine Art Stellvertreter für all die Menschen, die Sie im Laufe Ihres Lebens verletzt und gekränkt haben, oder? Und da haben Sie all Ihren Frust, den Sie Ihr ganzes Leben in sich aufgestaut haben, an Herrn Marz ausgelassen. Lassen Sie mich endlich in Ruhe! Sie drehen ja sowieso alles so um, wie Sie es haben wollen. Mann, jetzt beruhigen Sie sich bitte mal. Man merkt ja, dass Ihnen diese Aufregung gar nicht gut tut. Mein Mandanten hat einfach die ganze Angelegenheit sehr mitgenommen. Und er hat ziemliche Probleme mit Konfliktsituationen. Ja, das hat man gemerkt. Also, ich finde es vielleicht besser, wenn wir erstmal mit den Zeugenvernehmungen fortfahren, damit sich der Herr Goldmann ein bisschen beruhigen kann. Das heißt, er will sich nicht weiter äußern. Bis auf weiteres. Gut, gutes Recht. Nehmen Sie beim Herrn Verteidiger bitte schön Platz. Herr Goldmann, kommen Sie mal rüber. Jeanette Marz bitte und wir treten in die Beweisaufnahme ein. Kommen Sie mal rüber. Ist vielleicht besser. Danke, Frau Marz. Jetzt nehmen Sie erstmal Platz. Atmen Sie tief durch. Ne? Kommen Sie mal bitte hier nach vorn. Ja, bitte. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Jeanette Marz, 33 Jahre alt. Sie wohnen in Berlin. Sie sind verwitwet. Sie waren die Frau des Getöteten. Von Beruf? Ich arbeite als Illustratorin für Kinderbücher. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nein. Er hat jahrelang für uns als Gärtner gearbeitet. Er hat auch andere Sachen erledigt, die so angefallen sind. Das war sehr nett von ihm, aber ja, ich habe ihm vertraut. Er war immer für uns da, wenn irgendwas war. Und ich hatte auch Mitleid mit ihm, weil er so alleine war. Es war, als ob er keine andere Familie sonst hat und war immer freundlich zu ihm, aber das war wohl ein Fehler. Ich bin es wirklich nicht gewesen. Sie dürfen sich doch durch das Labern hier nicht hier beeindrucken lassen. Lass mich überhaupt nicht beeindrucken. Entschuldigung, ich... Ja. Aber ich finde es schon ein bisschen komisch. Diese ganzen Fotos und Gegenstände, die man bei ihm gefunden hat. Die ganze Zeit hat er erzählt, er fotografiert nur unsere Blumen und Pflanzen. Und jetzt sehe ich nur Fotos von mir und meiner Familie. Ich meine, weiß Gott, was er damit zu Hause angestellt hat. Ich hab doch mit den Fotos überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Ich dumme Kuh. Ich habe sie so nah an unsere Familie herangelassen. Konnte keiner ahnen, dass sie ein Wahnsinniger sind. Sie haben ihn nah herangelassen? Ich habe ihn auch alleine mit meinem Sohn gelassen. Allein mit meinem Sohn Flavio. Frau Marz, ich will ja gar nicht leugnen, dass mein Mandant so seine Eigenheiten hat. Aber zu Ihrer Information. Herr Goldmann wurde im Vorfeld von einem Psychologen begutachtet und es wurden keinerlei psychische Störungen festgestellt. Umso schlimmer, dass er meinen Mann umgebracht hat. Ich habe meinen Mann über alles geliebt. Er war das Wichtigste für mich und jetzt ist er tot. Er wurde brutal ermordet. Ich musste noch rausfinden, dass er mich betrogen hat. Dass,
Ja, ich habe ihm verziehen und wir wollten einen Neuanfang machen, aber ja, jetzt ist er tot und ich stehe alleine da mit meinem kleinen Sohn. Ja, Sie sehen ja, vor Ihnen liegt ein Foto dieser Affäre. Schauen Sie sich zurück an. Wann und wie haben Sie denn von der Affäre Ihres Mannes erfahren? So in Ordnung. So in Ordnung, okay. Das war am 30. Mai. Ich habe meinen Sohn zum Sport gebracht und als ich nach Hause kam, um den Briefkasten zu leeren, da war dieser Umschlag im Briefkasten, ein grauer Umschlag ohne Absender und da war dieses Foto drin, wo Nora und mein Mann sich innig küssten. Das muss ziemlich furchtbar für Sie gewesen sein, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin fast zum Glauben abgefallen. Vor allen Dingen, weil auf dem Foto zu sehen war, dass das erst kurzfristig entstanden ist. Sie hätten Ihrem Mann anscheinend sowas niemals zugetraut? Ich habe überhaupt keinen Verdacht geschöpft. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet. Bei uns war alles in Ordnung. Unsere Ehe war gut. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich saß nur auf dem Sofa und habe dieses Foto angestarrt. Und das war genau dieses Foto, wie es jetzt vor Ihnen liegt? Ja. Und als Ihr Mann dann nach Hause gekommen ist, haben Sie ihn zur Rede gestellt deswegen? Nein. Haben Sie nichts zu ihm gesagt? Ich wollte in Ruhe noch mal darüber nachdenken. Ich wollte auch rausfinden, wer dieses Foto gemacht hat. Aber das hat sich herausgestellt am nächsten Morgen. Es hat sich herausgestellt am nächsten Morgen? Wodurch? Er kam zu uns zu Besuch. Und er fiel quasi mit der Tür ins Haus, war total hektisch und aufgebracht und ja, hat die ganze Zeit nur rumgeschrien, ja, er hätte meinen Mann und diese Frau in Flagranti in einer Pension erwischt und ich muss unbedingt was tun und ich kann das nicht tatenlos über mich ergehen lassen und so weiter. Das klingt ja so, als hätte er gewusst, dass Sie noch nicht mit Ihrem Mann darüber gesprochen haben, oder? Das ist richtig. Woher wusste denn er das? Wir haben zu Hause eine große Glasfront und ich nehme an, dass er das gesehen hat, dass wir am Abend zuvor noch ganz normal zusammen Abend gegessen haben und dass ich ihn am nächsten Tag an der Tür verabschiedet habe. Sie haben Frau Marz also auch noch heimlich beobachtet? Ich wollte nur sicher gehen, dass sie das auch verkraftet. Dass ich das verkrafte? Ich habe überhaupt nichts verkraftet. Ich habe meine ganze angestaute Wut an ihm ausgelassen. Ich habe ihn nur angeschrien und gesagt, dass er ein Spanner ist und dass er gehen soll, dass ich ihn nicht mehr sehen möchte und dass er uns in Ruhe lassen soll. Aber das hat es nur noch schlimmer gemacht. Was heißt schlimmer gemacht? Er hat die ganze Zeit nur rumgeschrien. Warum ich das nicht verstehe und ich soll doch endlich kapieren, dass er es nur für mich macht und ich soll endlich was tun und nicht nur tatenlos zusehen. Er wollte also unbedingt, dass Sie gegen Ihren Mann vorgehen. Ja, er hat die ganze Zeit gesagt, er muss dafür bezahlen und ich muss irgendwas tun. Tja, die Tatsache, dass Frau Marz sich erstmal still verhalten wollte, hat sie offensichtlich noch mehr auf die Palme gebracht, oder? Ich wollte es einfach nur mal anspornen, dass er mal was unternimmt. Bleiben wir aber noch mal bei diesem... Wie sind Sie dann weiter mit dem Angeklagten bei Ihnen vor der Haustür verfahren? Ich habe ihn auf der Stelle gekündigt und habe ihm die Tür vor der Nase zugehauen. Mhm. Und wie kam es zu der Versöhnung mit Ihrem Mann, die Sie gerade angesprochen haben? Ja, also nach diesem Gespräch mit Herrn Goldmann konnte ich das Versteckspiel nicht mehr mitmachen. Und als mein Mann nach Hause kam, habe ich ihm wortlos dieses Bild auf den Tisch gelegt. Und wie hat er reagiert? Er hat geweint. Er hat angefangen zu weinen und hat sich bei mir entschuldigt und alles zugegeben. Ihr Mann kannte seine Affäre Nora Hauser schon aus der Schulzeit, oder? Ja, sie war eine alte Schulfreundin. Mhm. Und er hat immer gesagt, dass es nur ein Abenteuer gewesen ist. Hat nichts zu bedeuten und dass er bei mir und Flavio bleiben würde, auch wenn sie es gern anders gesehen hätte. Die Frau Hauser hat das allerdings etwas anders geschildert bei der Polizei. Sie meinte, dass ihr Mann durchaus darüber nachgedacht hat, sie und ihren Sohn zu verlassen. Muss sie ja auch. Aber mein Mann hat mir versichert, dass das nur ein Abenteuer war, dass es ein dummer Fehler war und dass er mich und Flavio nie verlassen hätte. Mhm. Und wenn er noch leben würde und wir den Neuanfang hätten machen können, dann hätten wir sicher alles in den Griff bekommen. Tut mir leid, dass ich jetzt darauf zu sprechen kommen muss. Wir haben ja auch Fotos, wie Ihr Mann dann da im Garten lag. Sie haben ihn da am 4. Juni tot aufgefunden. Können Sie die Situation vielleicht mal schildern? Das war mit Sicherheit der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe meinen Sohn zu meiner Mutter gebracht. Er wollte dort übernachten. Und Paul und ich wollten die Zeit nutzen, um noch mal über alles zu reden. Mhm. Ich bin also nach Hause gefahren und habe gesehen, dass die Gartentür offen steht. Ich,
Ich bin raus und hab nach ihnen gerufen. Und dann, wie viel Uhr darf ich gerade kurz unterbrechen? Waren Sie wieder zu Hause? Das war so 20 nach 7 ungefähr. Und dann habe ich ihn da liegen sehen, im Garten. Mit dieser schrecklichen Kopfverletzung. Alles war voller Blut und ich habe mich nach vorne gebeugt, um seinen Puls zu messen, aber da war kein Puls mehr. Neben ihm lag dann auch noch dieses Gartengerät, was auch voller Blut war. Also, das ist dieses Gartengerät, das ist ein sogenannter Fugenkratzer. Mhm. Das war das, was da neben ihm lag. Ja. Und die Spurensicherung hat auf dem Stiel des Gerätes die Fingerabdrücke von Herrn Goldmann gefunden. Das ist doch völlig normal. Wenn ich da täglich mit diesem Gerät arbeite, dass da meine Fingerabdrücke drauf sind. Da müssten auch andere Fingerabdrücke drauf sein. Und wenn ein anderer Täter es gewesen wäre, dann wären auch andere Fingerabdrücke drauf. Ich denke, der Täter wird wohlweislich bei der Tat Handschuhe oder dergleichen getragen haben, Frau Marz. Aber wer soll es denn sonst gewesen sein? Wenn Sie schon so direkt fragen, da fällt mir ehrlich gesagt nur eine Person ein. Und zwar Sie selber, weil Sie von Ihrem Mann da ganz hinterhältig betrogen wurden. 55 StPO, ich muss Sie belehren, Sie müssen auf solche Fragen nicht antworten, wenn Sie es selbst belasten könnten. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie unterstellen mir, dass ich meinen Mann umgebracht habe? Mein Mann, den ich über alles geliebt habe? Der wichtigste Mensch in meinem Leben war? Wir haben einen Sohn zusammen. Ja, er hat mich betrogen. Aber ich habe ihm verziehen. Und wir wollten einen Neuanfang. Richtig. Und Sie sehen doch schon, dass es der Format schlecht genug geht. Gott, halten Sie doch den Mund! Sie beschuldigen hier! Gott, Sie sind wirklich der Allerletzte, der mich hier noch verteidigen muss. Sie tun sich jetzt wirklich keinen Gefallen, wenn Sie die Format hier auch noch verteidigen. Am Ende nutzt sie und Ihren Ruf als verschrobener Sonderling am Ende nur gnadenlos aus. Hm? Das ist nicht wahr. Ich habe meinen Mann über alles geliebt. Ich würde ihm nie im Leben etwas antun. Es wird sicher interessant zu hören, was die Frau Hauser uns da alles zu sagen hat, Frau Marz. Weitere Fragen an die Frau Marz? Keine, danke. Dankeschön, dann bleiben Sie unvereidigt. Nora Hauser, bitte, und Sie dürfen den Platz nehmen. Ich hole mal das Foto noch raus. Müssen Sie sehen. Guten Tag, Frau Hauser. Nehmen Sie einfach hier vorne Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Nora Hauser, 35 Jahre alt. Sie wohnen in Berlin und sind ledig. Was machen Sie beruflich? Ich bin Marketingleiterin in einem sehr großen Lederwarenkonzern. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nein. Wir sind heute hier, weil der Angeklagte den Herrn Paul Marz am 4. Juni mit diesem spitzen Gartengerät niedergeschlagen und getötet haben soll. Und er soll das Ganze getan haben, weil er den Herrn Marz beim Fremdgehen mit ihnen erwischt hat. Da er in besonderer Weise mit der Familie Marz sich verbunden gefühlt hat, soll er den Herrn Marz auf diese Weise bestraft haben. Also als dieses schreckliche Ereignis passiert ist, da war ich gerade zu einem Vorstellungsgespräch in Mainz. Also ich kann immer noch nicht fassen, was da passiert ist. Ich war so geschockt, als Pauls Sekretärin mir davon erzählt hat. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Herrn Marz? Ja, soll ich sagen, wir waren verliebt. Also angefangen hat das Ganze vor einem Jahr. Da haben wir beide uns zufällig auf einem Marketingseminar wieder getroffen. Und es herrschte einfach immer schon so eine Art magische Anziehung zwischen uns. Wir waren ja schon zusammen auf der Schule. Frau Marz, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich bin auch nicht besonders stolz darauf, wie die ganze Sache gelaufen ist. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mal was mit einem verheirateten Mann anfange. Ich kann auf Ihre Entschuldigung verzichten. Paul hat mich geliebt und das ist das Einzige, was für mich zählt. Frau Marz, er hat immer in den höchsten Tönen über Sie gesprochen. Er hat mir gesagt, dass Sie eine ganz tolle Frau sind und dass Sie wirklich auch eine sehr glückliche Zeit zusammen hatten. Seien Sie einfach still. Sie heucheln Ihr Verständnis für die Frau, die Sie mit deren Mann betrogen haben. Sie falsche Schlange. Also Sie, Sie sollten mal lieber ganz ruhig sein, ja? Weil Sie haben nämlich Ihren Mann umgebracht. Ach ja. Und dann haben Sie mir einen dermaßen kranken Drohbrief geschrieben. Der sagt ja wohl schon alles. Wie ist denn dieser Brief zu Ihnen gelangt? Ja, der lag plötzlich in meinem Briefkasten. Wir haben den Brief, der ist wohl vom 1. Juni auch hier vorliegen. Ja? Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, also der ist maschinell geschrieben, das kann man hier erkennen, dass er auf der Schreibmaschine des Angeklagten geschrieben wurde. Der Text lautet, ich lese es mal vor, kommt zur Verlesung. Ich weiß, dass Sie eine Affäre mit Paul Marz haben. Sie sind der letzte Abschaum. Sie wissen, dass er verheiratet ist und ein Kind hat. Wenn Sie nicht die Finger voneinander lassen und Ihre Affäre beenden, werden Sie beide bitter dafür büßen. Außerdem war da noch ein Foto aufgeklebt. Ja?
ein Foto von Ihnen mit dem Herrn Marz. Und da sind Ihnen beiden die Augen ausgekratzt. Ja, ich war total erschrocken, als ich das gesehen habe. Das kann ich mir allerdings vorstellen. Herr Goldmann, Sie haben ja bei der Polizei ohne Umschweife eingeräumt, dass Sie diesen Brief geschrieben und an Sie gerichtet haben. Ja, ich habe die Adresse aus der Pension. Das muss ja irgendwann mal aufhören, ne? Was soll ich machen? Zu harmlos war das aber nicht gemeint. Das war eine massive Drohung. Ach, Drohung? Das war überhaupt nicht ernst gemeint. So. Ich meine, ich wäre überhaupt gar nicht dazu fähig, sowas zu tun. Also bitte, so ein Unsinn. Ich kann ja wohl froh sein, dass Sie noch rechtzeitig gefasst worden sind. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch noch dran gewesen. Also wer so ein Brief und so ein Foto produziert, der ist ja wohl zu allem fähig. Frau Hauser, kommen wir doch noch mal kurz auf Ihre Affäre zu sprechen. Wie war denn eigentlich so der Stand, kurz bevor der Herr Marz gestorben ist? Ja, also das war so, dass Paul sich tatsächlich dazu entschlossen hatte, seine Familie zu verlassen. Mhm. Er hatte mir gesagt, dass aus der tiefen Liebe, die er mal für seine Frau empfunden ist, eher so eine Art Freundschaft geworden ist. Wie bitte? Frau Marz, es ist Paul ganz sicher nicht leicht gefallen. Schon alleine wegen ihrem gemeinsamen Sohn nicht. Aber er hat gesagt, es wäre auch nicht fair, mit einer Frau zusammenzubleiben, für die er nur noch platonische Gefühle hegt. Sie wissen ganz genau, dass Paul mich liebte und dass er mich niemals verlassen hätte. Gott, Sie sind so erbärmlich. Geht es Ihnen denn nur darum, Ihre gekränkte Gefühle wieder aufzupolieren oder Ihre gekränkte Eitelkeit wieder aufzupolieren? Nein, ganz sicher nicht. Also ich habe am Morgen des 4. Juni noch mit Paul telefoniert. Da war er auf der Arbeit. Und da hat er zu mir gesagt, dass er unbedingt mit mir zusammenbleiben möchte. Er hat gesagt, er möchte ein neues Kapitel in seinem Leben beginnen. Ich habe zu ihm gesagt, Paul, ich kann verstehen, dass du bei dem ganzen Stress lieber bei deiner Familie bleiben möchtest. Aber sein Entschluss stand fest. Ich habe einen Einzelverbindungsnachweis hier. Tatsache ist, dass vom Anschluss von Herrn Marz laut diesem Einzelverbindungsnachweis am Morgen des 4. Juni erst mit Frau Hauser und dann mit Frau Marz telefoniert wurde. Das ist richtig. Aber es ist nicht richtig, was sie sagt, was darin gesprochen wurde. Mein Mann hat sie angerufen, um ihr zu sagen, dass es ein für alle Mal Schluss ist, dass er sie nie wiedersehen will. Danach hat er mich angerufen, um ihr zu sagen, dass er es endlich hinter sich gebracht hat. Nein, das ist so nicht. Paul hat mir eindeutig gesagt, dass er bei mir bleiben will. Aber das spielt doch jetzt sowieso alles gar keine Rolle mehr, weil Paul nämlich nicht mehr lebt. Auch wenn er gerne ein Leben mit mir führen wollte, er kann es gar nicht mehr. Gott, Sie intrigante, boshafte Lügnerin! Bitte, wie können Sie sowas überhaupt nur behaupten? Frau Marz, so wie Sie sich hier aufführen, fühle ich mich ehrlich gesagt voll und ganz in meiner Theorie bestätigt. Diese Affäre von Ihrem Mann, die hat Sie doch völlig aus der Fassung gebracht. Das kann jetzt nicht sein. Ich hab Schreckliches durchgemacht und jetzt muss ich mir auch noch diese ganzen Lügen anhören. Das ist natürlich schrecklich. Denn bei diesem Telefongespräch am Vormittag, das ist doch in Wirklichkeit garantiert darum gegangen, dass Ihr Mann Sie verlassen wollte. Und abends, da haben Sie dann völlig die Nerven verloren. Da haben Sie lieber Ihren Mann getötet, als ihn an die Frau Hauser zu verlieren. Nein, das ist nicht wahr. Oh doch, das ist wahr. Und bei der Tat haben Sie natürlich Handschuhe getragen, um ja keine Spuren zu hinterlassen. Nein. Und dann haben Sie in der Folge natürlich sich darauf verlassen, dass alle sofort Ihren Gärtner als Täter verdächtigen würden. Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ja, das ist aber alles nicht wahr, verdammt. Ich habe mein Mann hätte mich nicht verlassen. Er wollte mich nicht verlassen. Und ich habe übrigens ein Alibi für diesen Abend. Ich war bei meiner Mutter. Ihre Mutter, die hatte doch auch einen riesen Hass auf ihren Mann. Weil der sie betrogen hatte und sie verlassen wollte. Da kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass Sie von Ihrer Mutter ein falsches Alibi bekommen. Ich habe kein falsches Alibi. Also, Herr Kollege, Ihr Verhalten gegenüber Frau Marz ist vollkommen unangemessen. Sie haben nach wie vor einen völlig falschen Fokus auf die Sache. Das Gleiche gebe ich an Sie zurück, Frau Staatsanwältin. Ja, entschuldigen Sie mal, es gibt zig Beweise gegen den Angeklagten. Das, was Sie dagegen gegenüber Frau Marz in der Hand haben, ist doch lächerlich. Und dazu wird auch gleich noch die Aussage des kleinen Flavio beitragen, da bin ich mir sicher. Zu der übrigens der Angeklagte bis dato noch gar keine Angaben machen wollte. Interessanterweise. Aber bleiben wir doch mal bei der Zeugin Hauser. Gibt es an die noch Fragen? Keine Fragen. Danke, dann bleiben Sie unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Der Zeuge Flavio Marz, bitte, auch wenn Sie vielleicht gerade die Tatortfotos abnehmen würden, wenn es sich ja um ein Kind handelt. Dankeschön, Frau Staatsanwältin.